What up, people? What up, what up, what up? Guten Tag hier aus meiner Wohnung, aus unserer Wohnung besser gesagt. Wir fliegen jetzt gemeinsam nach Berlin. Ich wundere mich gerade, weil ich das letzte Mal hier einen Vlog angefangen habe. Das muss so ungefähr 2000 Jahre her sein. Ich glaube, das war im Jahr 1934. Wir haben ein bisschen umgebaut. Ich glaube, das ist total irrelevant, aber mein DJ-Equipment steht jetzt da. Und Jody fliegt mit mir nach Berlin. What we doing in Berlin? Tell them people what we doing in Berlin. Wir gucken eine Serie. Denn wir sind heute von Amazon eingeladen worden auf eine Premiere, Leute. Ich habe gestern erfahren, dass wir uns fein anziehen sollen. War ich schon wieder raus, dachte mir, okay, gehe ich im Piratenkostüm von Karneval. War nicht so erwünscht, deshalb habe ich jetzt noch meinen Anzug gebügelt, Leute. Gebügelt, der jetzt da im Koffer drin ist. Also eigentlich war das Bügeln kompletter Schwachsinn. Wir gehen jetzt zum Flughafen, beziehungsweise fahren zum Flughafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach da irgendwo wieder. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, weil es ist eine Serie mit Matthias. Was ist das? Tee in deiner Tasche? Du hast Tee in... Bis gleich am Flughafen. We on the Flughafen in Cologne, Bonn. Sieht richtig fashionable aus. Wenn man den Mantel aufmacht, dann halt nicht mehr. Bei mir ist das anders. Ich sehe immer gut aus. Leute, jetzt check-in und dann geht's was essen. Mit Etihad Airways. Kapitän Höfler und der Besatzer möchten uns jetzt von Ihnen verabschieden. Wir wünschen uns einen schönen Aufenthalt hier in Berlin und eine angenehme Weiterreise. Wo sind wir jetzt? Achtung bitte, Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis, Achtung. Pass mal lieber auf. Aber wir sind im Hotel angekommen, meine Freunde. Ja, wie ja, was? Wie du assi geredet hast und dann meine Freunde? Wie ja, was? Wir sind im Hotel angekommen. Hier gibt's eine Minibar, Badezimmer, Bett. Weg hier. Wir werden jetzt gleich abgeholt, Leute, müssen noch ein bisschen umziehen und ich würde sagen, mit einem kleinen Schnipser verwandle ich mich in einen wunderschönen Gentleman, der heute Abend auf den roten Teppich mich perfekt in 10 Bild einzieht. So, Leute, und so sehe ich jetzt aus. Ich meine, es hat sich so unglaublich viel verändert an mir. Schaut mal bitte, wie unendlich schick ich bin, Leute. Ich meine, ja, ich habe einen Sakko an und nicht irgendein Sakko. Das Ding ist sogar maßgeschneidert aus Thailand, ja. Was machst du da? Ich tue so, als hätte ich Augenbrauen. Ah, okay. Leute, wir werden jetzt gleich abgeholt. Dann treffen wir auch ein paar Leute, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und dann geht es zur Premiere, zum roten Teppich. Ich bin mal gespannt, weil roter Teppich klingt für mich immer so übertrieben, formell. Und man muss sich gut benehmen. Und das passt ja gar nicht zu mir. Aber ich glaube, ich krieg das schon irgendwie hin. Ich gebe mir heute Mühe, Leute, ich benehme mich heute mal. And this is how we roll, ladies and gentlemen. So sehen wir heute aus. Joel hier in einem wunderschönen, sehr, sehr gewagten Outfit mit ein bisschen extravaganzen Gold. Und ich bin auch da. Hallo! Wir stehen jetzt hier gerade vor unserem wunderschönen Hotel. Unser Taxi ist gerade angekommen und ich habe noch zwei exzellent aussehende Herren getroffen. Und zwar Flo Block, den Fett. Hi. Und, Alter. Jesus. Also Erik konnte leider nicht kommen, dafür sind wir beide aber gebucht worden. Könnte fast hinken. Habt ihr nicht bei Varo, habt ihr nicht bei Varo auch verloren? Auf einer Skala von 1 bis 256,6. Wie aufgeregt bist du gleich über den roten Teppich zu laufen? Wie aufgeregt bist du bis 256,6? 256,3. Oh Leute, schaut mal, was wir da vorne haben. Das schauen wir gleich an. You are wanted mit Matthias Schweighöfer. Dankeschön.
auf dem roten Teppich kriegst du Schokolade. Komm hier öfter, ne? Alter, Strawberry Cheesecake. Locker, die kriegen wir gleich bestimmt abgenommen, weil beim Kino darf man nichts mitnehmen. Ja, dann musst du die jetzt essen. Kriegen wir hin. Schokolade geschenkt, dankeschön. Ey, Levi! Leute, schaut, ich hab zwei Schokolade geschenkt bekommen. Wie geil ist das bitte? Zwei Stück einfach. So, jetzt aber. Jetzt? Hallo. Hi. Grüß dich. Wunderschön. Aria. Diese Kette, die habe ich schon mal in 20.000 Videos. Ich spreche dich jedes Mal drauf an. Abends immer. Oh, du bist in echt, bist du noch hübscher, Mann. Viel hübscher als Aria. Hä? Der ist jetzt. Danke. Pass mal auf, ich habe hier gerade jemanden getroffen. Komm mal ins Licht mit mir, mein Freund. Komm mit mir ins Licht. Also Leute, wir haben hier gerade jemanden getroffen, der ist seit Stunde 1 dabei. Der war 2013 auf meinem ersten Fanstreffen, das habe ich damals mit Rotpilz gemacht, unten am Rhein. Da war auch ein bisschen, kam ich später sogar nach Polizei oder sowas irgendwie. Da war ich nicht mehr da, ich musste ja die Bahn nach Hause nehmen und deswegen. Ja. Ich war nur 5 Minuten da, glaube ich. Er hat sogar noch einen Ich bin Laserband Hoodie, Leute. Ich bin stolz auf dich. Guckst du immer noch meine Videos? Natürlich. Alter. Weiß ich. Guck da, er hat sich geistig nicht weiterentwickelt. So gesehen. Matthias. Und da ist Matthias, Leute, und da ist Johnny. Wir gehen jetzt runter ins Kino, wir sind jetzt am roten Teppich soweit durch und es hat echt Spaß gemacht, aber es war weird. Wir gehen jetzt, wie gesagt, runter ins Kino, Leute, und dann gibt es da ein bisschen Popcorn und die ersten 2 Folgen von der Serie. Deshalb sind wir ja hier, Leute. Und ich bin auf jeden Fall gut gespannt. Jodi, du bist so toll. Du bist mein richtiges Vorbild. Alter, Thumbnail, geil. Was geht, Vanessa? Mir geht's gut, und wie geht's dir? Du musst auch mal. Wo guckst du eigentlich hin, Mann? Du guckst hier hin, Alter. Die Kamera ist da. Hey, Kelly. Hi. Na? Na? Siehst heute ganz schön glamorous aus, ne? Danke. Du hast diesen. Wollt ihr auch ein Foto mit Sarah zur? Gerne. Ja, dann mach doch ein Foto mit Sarah. Ich mach auch ein Foto mit dir. Echt jetzt? Ja, ich mach ein Foto mit dir. Oh, voll nett, danke. Jetzt auf einmal mit 10 Euro gegeben. Danke, Walle, danke schon. Ilja, eine ganz kurze Frage an dich. Wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, könntest du vielleicht ganz kurz sagen, wie gut ich trainiert habe in letzter Zeit, wie massiv mein Bizeps geworden ist und wie gut ich drin. Meine Form. Absolut, nein, klar. Einfach ein bisschen schreien mit der Kamera. Revi, reicht das gute nicht, dass Form. Die Leute das schon sehen? Nee, das muss ja nochmal unterstrichen werden. Okay. Super, Leute. Danke, Walle, danke. Wir gehen jetzt auf die Bühne, Leute. Und begrüßen unsere ganzen Zuschauer und dann geht's los. Ich habe nämlich mega Bock. Ich habe schon, glaube ich, 1,5 Tüten Popcorn gegessen. Und ja, dann geht's auf. Da ist Matthias Schweighöfer. Glaube ich, ein Topcast an wunderschönen Frauen und auch vielleicht noch dem einen oder anderen coolen Typen, ne? Leute, jetzt ist hier gerade ein bisschen ruhiger. Ganz kurz Fazit von mir. Ich fand es mega cool, vor allen Dingen, Leute, wenn man überlegt, für eine deutsche Serie. Deutsche Serien sind immer so, man denkt sich halt so, okay, man hat immer so Sachen wie Tatort oder sämtliche seltsamen Produktionen im Hinterkopf. Aber das war jetzt was ganz anderes. Es war halt sehr, sehr amerikanisch. Es war so voll in so einem richtig geilen Serienstil. Es hat mir ultra gut gefallen. Und Matthias Schweighöfer spielt das so krank überzeugend einfach. Ich fand es auch eine Aftershow-Party, meine Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch abgeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da einfach wieder, Leute. Der Aftershow-Party, das heißt der offizielle Teil. Ja. Unsere Arbeit beginnt jetzt. Mein Gladbacher Jungs. Jungs, schön, dass ihr da seid, ne? Hey Jungs, mega geil, ja? Mega geil. Jetzt mal ehrlich, wie hat es euch gefallen? Seid mal ehrlich. Sehr gut. Ich mach die Kamera mal aus, Leute, weil hier ist Musik. Und für Musik kriege ich Ärger auf YouTube. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder. Mit dem Mikrofon raised, gib die Kamera zurück. Ja, Leute, der Levin seid. Ich habe mein Lieblings-YouTuber. Marcel hat mich darum gebeten, in meinem Vlog aufzutauchen. Hi, Marcel. Hi. Machst du auch YouTube? Was? Machst du auch YouTube? Ja. Wie heißt denn dein Kanal? Scorpion Place. Meine andere läuft nicht mehr. Ey, aber wolltest du nicht aufhören mit YouTube? Das wäre besser. Das hat mir der Trashback behauptet, das stimmt nicht. Wir wissen aber beide auch, dass diese Szene niemals reingeschnitten wird. Sogar mal.